Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Destiny in der Story-Kampagne mit meinem Titan. Wir machen hier weiter in der ETZ noch ein paar Abenteuer erledigen, ein paar Events machen, um den Hammer zu leveln. Und somit geht's hier noch weiter. Wir haben ja noch viel Zeit, bis das nächste Destiny-DLC kommt. Dauert es noch ein bisschen und deswegen kann ich hier noch ausführlich schön die ganzen Aufgaben abschließen. Und hier ist auch gleich wieder das nächste Event. Oh, ist wieder sowas mit Besessenen. Aber hier sind gerade so viele Spieler unterwegs, dass sich das echt lohnt und ich da die Prozente mitnehme. Lasst mich auch mitmachen, Leute. Ich kenne mich aus. Und schon wieder Besessene. Ja, schon wieder voll kack Besessene. Da. Keine Ahnung, warum die Leute hier einfach nicht die Dinger machen. Fäule ist noch auf 100% und wir haben nur 2 Minuten. Wow. Sind die schon weitergezogen? Ah, da vorne wieder. Wieder an der gleichen Stelle. Bin ich jetzt doch alleine? Eben waren so viele Leute hier. Die machen alle was anderes, oder was? Weg mit dir. Schon wieder hier. Da ist tot da. Einfach in Bewegung bleiben. Die Hälfte habe ich. Okay. Ah, gut, dass wir alle an der gleichen Stelle auftauchen hier. Ja, du stehst richtig. Aber ja, der schießt halt nicht auf die Kugeln hier. Feuerzustand 43%. Schon. Ja, wir haben's. Wir haben's, glaube ich. Also bei der einen Stelle. Jetzt kommen aber ganz schön viele hier. Okay. Da unten ist es. Verfolge die Fäule. Ich bin da. Du bist hier drin, kannst du so schlecht mit dem Raketenwerfer rumballern, weil das zu dicht ist. Komm schon, komm schon. Kugel weg. Ich will nicht sterben. So. Die schießen nur die Gegner weg und ich bin der Einzige, der hier mal reingeht und die Teile wegballert. Hab's. Jawohl. Gab es zwar schon im letzten Video das Event, aber wenn ich gerade da bin. Oh nein, es ist weg. Es ist verschwunden. Wir haben es noch, glaube ich, in der Zeit geschafft. Da oben ist 130 Meter, ist das nächste. 2 Minuten 19 noch. Könnten wir schaffen noch auf Heroisch. Sollte möglich sein. So, jetzt sind jetzt 2 auf einmal. Das ist immer schön. Weg. Boah, zu viel Schaden hier. Nein! Warum gehst du auf mich? Jawohl, wir haben es geschafft. Heroisch-Event beigetreten. Da ist es. Da ist der Hühnerschreck. Rakete! Wie viel
wieder durch die Beine schießen wie im letzten Video. Haha. Ich frag mich, warum die immer alle so dicht an den rangehen. Weißt du, das ist ein Boss. Wenn du da dicht rangehst, dann macht er einen Bodenstampfer. Und dann bist du tot. Da darfst du nicht in den Nahkampf gehen bei den Viechern hier. Oh, er ist im Bogen. Er ist im Bogen. Übrigens, wenn ihr Bock habt, hier noch weiterhin die Projekte zu schauen, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen hier auch für dieses tolle Besessen-Event hier, wenn ihr Bock drauf habt. Gerne mal wieder ein paar hundert Daumen da lassen, wenn es euch noch gefallen sollte. Wenn nicht, dann nicht. Lanz-Event. Das wird Lanz-Event. Ja, noch ein besessenen Champion weniger. Yay. Klappe zu, Affe tot. Klappe zu, Affe tot. Ich dachte, du könntest mich nicht mehr überraschen. Gut, dass hier noch ein bisschen schwere Munition rumliegt. Der Typ hat ein exotisches Engramm bekommen. Ich nicht. Bin so traurig. Eine Pistol, 2,79. Und hier oben haben wir Automatikgewehr. Brauche aber auch nichts gerade verbessern. Scoutgewehr noch. Die Mida wieder noch ein bisschen hochklöppeln. 2,82. So. So, sind wir doch mal gut ins Video gestartet mit einem weiteren Event. Wieder schön Prozente für meinen Hammer. So, die Hände schmutzig machen müssen wir uns jetzt hier. Reiße die ETZ-Invasion der Besessenen an dich. Leite ihren Angriff auf die Rotlegion um und beende ihn, bevor er aus der Kontrolle gerät. Okay, wir müssen also dafür sorgen, dass die Rotlegion angreifen. Sehr geschickter Plan. Wer denkt sich nur sowas aus? Oh, guck mal hier, hier ist noch... Bruchstück. Platzer. Oh, gut, dass er noch ausgewichen ist. Ich bremse nicht für Besessene. Assistentin. Hallo. Du kommst gerade rechtzeitig, um meiner Forschungsgruppe für dimensionale Anomalien beizutreten. Aha. Captain, hallo. Asher Mir sagt, dass ich für die Rechenunterstützung und du für die brachiale Gewalt zuständig bist. Jo. Er ist sehr unhöflich. Ja. Führen wir barbarischen Nahkampf gegen die Besessenen. Das ist ein wissenschaftlich vernünftiger Vorschlag und in keiner Weise verdächtig. Jetzt hören wir hier Asher Mir und auch Failsafe schon auf der Erde. Die eigentlich von Nessus und von Io stammen. Toll, wenn die uns hier verfolgen. Okay, zum nächsten. Ach nee, ich muss die Nahkampf machen. Ich muss Strahlung sammeln. Hier kommt aber keiner mehr. Der gehört nicht dazu. Jetzt. So, im Nahkampf. Ich muss Strahlung sammeln. Bam. Bam. Hör auf, dir wegzuschießen. Nicht schießen. Hör auf. Ah. Ich frage mich überhaupt, warum der hier bei mir rumrennt, wenn ich hier mein Abenteuer machen will. Und er dann auch noch meine Leute, die ich mit Nahkampf hauen muss, wegschießt mit seiner blöden, hartes Licht. Haut ab hier. Alter, wieder wegruckelt. Kauf dir mal eine anständige Leitung, du besessener Captain, ey. Okay, da kommen welche. So. Da ist noch einer. 80. 90. Und der letzte. Bleib stehen. So, bin verstrahlt. So viel Besessenenstrahlung kann nicht gesund sein. Unsinn. Es besteht keine weiterführende Gefahr durch Besessenenstrahlung. Das stimmt nicht, Asher Mir. Ich werde jetzt alle 14 dauerhaft schädlichen Auswirkungen durch fortwährenden Kontakt mit extradimensionaler Materie auflisten. Ach, 14 nur? Nicht nötig. Assistentin, setze das Experiment fort.
Begib dich zur Forschungseinrichtung der Rotlegion. Ich begib mich dahin. Dann lassen wir die besessene Energie, die wir gerade gesammelt haben, die Verstrahlung, einfach hier frei. Wir haben die Forschungsbasis fast erreicht. Aber nur fast. Also gehen wir einfach herum. Juhu. Aber auf besessenen Art. Die Besessenen werden dich für einen von ihnen halten und in die europäische Todeszone strömen. Escher Mir sagt, es wäre wie eine Seuche und eine Plage. Dieses Ergebnis ist nur garantiert, wenn wir die Fäulen nicht zerstören. Überlade das Testsubjekt nicht mit überflüssigen Daten. Testsubjekt? Ja. Für Escher Mir bin ich nur ein Testsubjekt. Jetzt wissen wir, was er von uns hält. Ich stehe doch hier. Ah, aufgeladen. 50. So, zum nächsten. Überall ein bisschen Strahlung ablassen. Hingehen, ein Fahren lassen, das ganze Gebiet verseucht, sage ich euch. Das fühlt sich anders an. Ich glaube, es funktioniert. Glaubst du? Bald sind sie besessen. Ausgezeichnet. Er meint, dass du alles korrekt ausgeführt hast. Die Besessenen werden die Umgebung jetzt wie eine Plage überrollen. Und so ist das Experiment fortgeschritten. Zerstöre die Fäulen. Sofort. Ja, toll. Jetzt die Fäulen zerstören, die ich gerade wieder hingestellt habe. Keine da. Doch hier. Aber die macht noch nichts. Ach, ich muss bei der anderen anfangen. Ach, Mann. Darf ich nicht bei der anfangen? Weg da! Zerstöre die Fäulen. Kommt dann ja immer so vor mit irgendwelche blöde Aufgaben. Zuerst die Fäulen hinstellen. Und dann, ja gut, die stehen. Jetzt rennen wieder weg, das reicht. Uah. Platz. Und war noch weg. Yay! Guter Plan. Bis alle tot sind, oder? Bis ich hier nochmal durchfahre und sie dann alle doppelt töte. So, es geht in die Reihenfolge, indem ich die auch positioniert habe. Oh, hier ist aber voll. Wow. Da war ich zu dicht an meinen explodierenden Sparrow dran. Das knallt natürlich. Hoch hier. So. Nehmen wir die grobe Kelle raus. Reicht noch nicht mehr der Schuss. Rennst du auf mich zu? Oh, das ist ein großer Captain. Vielleicht lässt er eine Kiste fallen. Ich weiß nicht, ob der dazugehört. Wie ist mal, wenn du stehen bleibst? Ja, das war einer mit Kiste. Platz da! Ich springe rüber. Jawohl. Getroffen. Ach, lad doch mal schneller nach. Noch mehr Schwere. Du hast so viele Schwere hier, ey. Fertig. Das war's. Das war's. Die Fäulen sind weg.
Außer denen im gesamten Sonnensystem, die es bis in alle Ewigkeit geben wird. Oder zumindest bis die Sonne erkaltet. Das wurde noch nicht wissenschaftlich belegt. Aber trotzdem, gut gemacht, Forschungsgruppe. Die Rotlegion hat eine messbare Verwundbarkeit gegenüber konzentrierter Entropie gezeigt. Das sollten wir genauer untersuchen. Hey, wir schießen da schon wieder. Ah, die böse Moskitobande, die zweite. So, 65% für meinen Hammer fertig. Und hier kriege ich noch ein Impulsgewehr, Nanti Narka. Brauche ich jetzt gerade nicht. 280 aber. Das ist so wie Tannengrün halt. Die sind sich da sehr ähnlich. Oh, 280. Damit müsste ich die jetzt auf 284 bekommen. 285 sogar. Nice. 287. Yay. Ja, der grüne Geist kann mal weg. So, das heißt, das Gebiet hier müsste auch fertig sein. Wobei, nein, hier ist das nächste umgepoolt Abenteuer. Damit geht es in der nächsten Folge weiter. Und das ist auch das letzte. Eigentlich hätte ich gerne, bevor ich hier hingehe, noch den Hammer fertig. Mal gucken, ob ich das vielleicht noch schaffe. Vielleicht mache ich das auch noch ohne Video, dass ich da ein paar Events mache. Ich meine, viele Events kennt ihr jetzt schon, so dass ich diesen Hammer hier noch auf 100% kriege und mir den noch holen kann. Dann kann ich damit dann vielleicht auch noch mal ein paar Folgen spielen. Ihr seht, ich habe ihn schon auf 65%. Ich müsste eigentlich nur noch ein paar Events machen, um das Ding dann voll zu kriegen. Vielleicht mache ich das noch. 5 Upgrade-Punkte habe ich hier auch noch. Damit könnte ich den dann sogar dann voll hart leveln. Warte mal, hier habe ich alles voll? Habe ich beim Stürmer noch nicht alles gelevelt? Doch, da ist auch alles voll. Ja, habe alles. Da habe ich alles. Okay, dann geht es in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter hier. Ein Abenteuer noch. Und dann hole ich mir noch den Hammer. Ja, und danach schauen wir mal, wie es denn weitergeht hier noch mit Destiny-Videos. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen haben sollte, gerne einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn es weitergeht hier mit dem Abenteuern in Destiny 2 Story und Geschichte und alles Mögliche. Macht's gut und ciao, ciao.